Freitagmorgen 5 Uhr. Barbara Meyer ist auf dem Weg zu ihrer Schicht bei der Stadtreinigung Hamburg. Ich bin jetzt um 3.30 Uhr aufgestanden, bin sehr früh schlafen gegangen, damit ich heute Kraft habe für den langen Tag. In der Verwaltung trifft sie Mursal Niyazi. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie für mich zuständig heute? Richtig, ich bin Mursal Niyazi. Barbara Meyer, freut mich, wir haben Sie schon erwartet. Dann kommen Sie mal mit. Die Schichtleiterin bringt sie ins Nachbargebäude. Dort ist das Lager mit der Dienstkleidung. Und jemand, der sich mit knalligen Modefarben auskennt. Und da wartet auch schon die Heidi. Die Heidi. Ganz gespannt. Das kenne ich doch, dass die Heidi auf mich wartet. Aber nicht Heidi Klum diesmal. Diese Heidi verteilt keine Fotos, sondern orangefarbene Arbeitshosen. Ich glaube, das würde eine 36 entsprechen und von der Länge müsste das auch funktionieren. Okay. Das ist eine Bunthose, Sie können sich das überlegen. Bunt oder Latz, wie Sie möchten. Latz. Latz? So. Dann nehmen wir mal diese. Die orange Schutzkleidung mit Warnfunktion ist lebensnotwendig bei der Arbeit im Straßenverkehr. Und sie muss starken Verschmutzungen und jeder Witterung standhalten. Und so wird aus dem Topmodel Barbara Meyer die Abfallentsorgerin Barbara. Vielen Dank, Heidi. Gerne. Viel Spaß wünsche ich. Dankeschön. Und die Jungs sind lieb. Dann geht es weiter zur Sicherheitseinweisung. Die muss jeder machen, bevor er auf einem Müllauto mitfahren darf. Tobias Paustian erklärt Barbara Meyer, wie ein Müllfahrzeug bedient wird. Das ist sozusagen diese Kippeinrichtung. Da werden die Behälter eingehangen und dann werden sie gekippt. Während Barbara noch lernt, wie sie sich am Müllwagen verhalten soll, freuen sich im Hintergrund schon Peter Gosch und Walter Strehl, dass das Topmodel heute mit anpacken wird. Ich finde das immer wieder interessant, wenn Leute dabei sind, die von außen kommen und der Interesse zeigen und das auch so ein bisschen vermitteln können. Und jeder, der dabei ist, egal wer es ist, der spürt das mal, was wir da draußen leisten. Ne? Ich freue mich auch, dass sie mitkommt und es mal reinriecht. Ne, wortwörtlich. Ja. Es ist 6 Uhr, die Schicht beginnt. Los geht's mit dem Müllfahrzeug und den Männern der Kolonne 17. Ihr erstes Ziel, Hamburg-Hohenfelde. Jetzt wird geackert. So, endlich. So, Mädels, dann wollen wir mal. Beim ersten Haus warten direkt die schweren großen Tonnen auf Barbara. Sie muss sofort mit anpacken. So, genau. Komm. Normalerweise machen wir das meistens, dass einer einen Behälter nimmt, okay. Allein. Ich meine, was die mir beigebracht haben, die haben gesagt, nur, so große, nur zu zweit. Ja, aber nur wenn es zu eng wird und das zu gefährlich ist, die Autos zu dicht stehen, dann machen wir es zu zweit. Okay. Oder wenn er zu schwer ist natürlich. Ne? Die schwere Tonne muss passgenau am Fahrzeug platziert werden. Das hängt sich da von alleine ein? Ja, wenn man ihn dran schiebt, dann sind da Kontakte und dann zieht er ihn ran. Ne? Ah, okay. Die erste Tonne ist geleert. Stehen wir jetzt hinten drauf? Ja, bitte. Cool. Darf ich? Hältst du dich gut fest? Ja, mach ich. Ja. Wollte schon immer mal machen. Jetzt schnell weiter zum nächsten Haus. Bei Peter Gosch und seinen Kollegen sitzt jeder Handgriff, jede Bewegung. Wie man die Tonnen zum Müllauto fährt, hat System. Gut. Zieh, nicht schieben. Wenn du jetzt hier einen kleinen Stein hast, dann kommst du nicht mehr weiter. Aber auf der PowerPoint-Präsentation stand schieben und nicht ziehen. Nee, da stand bestimmt ziehen besser als schieben. Vielleicht ging es um die Großen, kann das sein? Die Männer haben einen straffen Zeitplan. Barbara Meyer packt voll mit an, leert Tonne um Tonne. Wo muss die hin? Weiter hinterher. Aber da passe ich ja nicht durch. Pass auf, doch. Pass genau. Was hast denn du für ein Augenmaß? Ja, das macht das auch, diese Routine, ne? Ja, Wahnsinn. Zurück aufs Müllauto und weiter geht's zum nächsten Haus. Hier stehen die Tonnen nicht an der Straße. Jetzt geht's in den Keller. Und wir laufen jetzt quasi einfach in dieses Wohnhaus in den Keller runter. Ja, guck mal hier, da geht er mit so einem Tresorschlüssel da rein und zieht diesen Zylinder raus. Und da sind dann die Schlüssel dran. Das gibt es ja für Feuerwehr, für die Müllabfuhr. Ah, okay.
Polizei dürfen die auch rein, ja. Vielleicht. Die kommen auch anders rein. Die hauen einfach die Tür ein. Es geht steile Altbautreppen hinab. Kann das sein, dass wir in Bayern unsere Mülltonnen rausstellen müssen? Ja. Ah, okay. Das stimmt. In Berlin und Hamburg sind, glaube ich, die einzigen Städte, wo die geholt werden. Aber das ist ja ein mega Service für die Leute, oder? Dementsprechend müssen sie auch mehr bezahlen. Ne? Ach so. Und die müssen alle mit? Ja. Alle mit. Alle mit. 14 Mülltonnen warten darauf, hochgeschleppt und geleert zu werden. Und wir tragen das? Genau. Oder lassen wir das da drüber holpern, die wir tragen? Tonne für Tonne hiefen sie die steile Kellertreppe hinauf. Aber darf ich die hier einfach so runterziehen über die Treppen? Die Männer arbeiten 5 Tage in der Woche, 8 Stunden täglich, sind fast durchgehend auf den Beinen. Sie bewegen bis zu 200 Kilo schwere Müllcontainer. Das geht mit den Jahren auf die Knochen. Wenn man das lange macht, dann geht das wirklich auf die Gelenke. Schulter, Knie und Handgelenke habe ich auch manchmal schon Schmerzen. Aber wie gesagt, man merkt es mit der Zeit. Okay, wir steigen ein. Vorne? Hinten? Ja, vorne. Vorne. Es ist 8.30 Uhr. Die ersten 2,5 Stunden sind geschafft. Zurück auf dem Betriebshof ist es Zeit für eine kurze Frühstückspause. Viele Kollegen arbeiten schon seit Jahrzehnten bei der Müllabfuhr. Du hast hier einen sicheren Job. Du weißt, wenn du hier Feierabend hast, du weißt, wenn du Urlaub hast. Und also, das ist die Sicherheit, die Berufssicherheit, die Leute hierher treiben. Sind alle satt? Haben was getrunken? Ja, dann lass uns doch weiter. Nach 15 Minuten Pause geht es direkt weiter. Die Kolonne 17 muss sich ranhalten, um ihr Arbeitspensum zu schaffen. Wir haben jetzt das Tempo langsam ein bisschen erhöht. Wir haben natürlich heute sehr, sehr langsam angefangen, weil ich erst die Handgriffe lernen muss. Und jetzt langsam, glaube ich, kommen wir mehr und mehr in dieses Arbeitstempo rein. Und jetzt mit diesen 3 Schichten, die ich anhabe, wird es schon ein bisschen warm. Vor allem, wenn wir diese schweren Tonnen die Treppen rauf und runter tragen. Hamburg ist in 7 Bezirke mit insgesamt 181 Ortsteilen aufgeteilt. Barbaras Team ist für diese 8 zuständig. Jeden Freitag müssen die Kollegen 28 Straßen abfahren und 583 Mülltonnen aus 109 Häusern leeren. Und dabei entdeckt Peter Gosch immer wieder Mülleimer, die falsch befüllt sind. Hier sind Sachen drin, die gehören hier gar nicht rein. Verpackung. Ja. Hier, also das ist ja nur diese ganze Styropor. Das gehört alles in den gelben Sack. In den gelben Sack, ne? Genau. Einerseits ist das mein Job und andererseits bin ich auch so ein bisschen öko und ich ärgere mich über viele Sachen, die so passieren mit der Trennung alleine schon. Also wir haben Biotonnen, da werden Plastiktüten reingeschmissen. Also unglaublich. Ich bin so aufgewachsen, Papier hier, Plastik, Verpackungen in den gelben Sack, Bio, wir haben einen Komposthaufen zu Hause. Mir tut es immer so weh, weil ich stelle mir vor, das sind eigentlich ja wertvolle Rohstoffe. Man könnte das ja recyceln und weiter benutzen. Und das ist so schade, wenn man das jetzt einfach alles verbrennen muss, nur weil jemand vielleicht in einem Moment zu faul war, das in die richtige Tonne zu schmeißen. Peter Gosch nimmt den falschen Müll heute ausnahmsweise noch mal mit. Er und seine Kollegen dürfen Mülltonnen mit sogenannten Fehlwürfen ungeleert stehen lassen. Es drohen Mehrkosten für Sonderleerungen und schlimmstenfalls sogar Bußgelder. Denn Müll falsch zu trennen, gilt in manchen Kommunen als Ordnungswidrigkeit. Tonne für Tonne arbeitet sich das Team weiter voran. Weil ich muss ihn ja von hinten draufhängen. So, wie kommt das jetzt dahin? Ach, okay. Mhm. 5 Stunden ist Barbara Meyer inzwischen mit der Müllkolonne auf den Beinen. Ein Knochenjob. Allein schaffe ich es nicht mit der großen Tonne hier. Hilfst du mir? Ich glaube, wenn man das 5 Tage die Woche oder manchmal 6 Tage die Woche jeweils 8 Stunden macht, dann ist das schon heftig. Immerhin stimmt heute das Wetter. Es regnet nicht und es sind nur 13 Grad. Im Hochsommer stinkt der Müll besonders schlimm. Ich habe mich schon an so viele Sachen gewöhnt hier, was das Ekeln angeht. Aber trotzdem sind einige Sachen immer noch so ekelhaft. Also wenn da die Maden schon auf den Deckeln sind und so, also das ist nicht so gut. Also da gewöhnt man sich auch nicht dran. Ohne die Müllabfuhr würden wir irgendwann in unserem Müll versinken. Ihre Arbeit ist extrem wichtig.
Die Anerkennung durch die Bürger fällt unterschiedlich aus. Sag mal, wenn du versuchst, die Leute zu grüßen, bei mir gucken die so, normalerweise sind die so, oh, hallo Barbara, und jetzt sind sie so, Manchmal hat man das Gefühl, dass man ein Mensch zweiter Klasse ist. Also, dass man so von wegen, oh, Müllmann ist ja ganz weit unten und so. Da, manchmal kommt das durch, ne? Aber andererseits sind die Leute auch wieder froh, dass es uns gibt, ne? Also, das kriegen wir dann auch manchmal zu hören, meistens von älteren Personen. Oh, ich bin so froh, dass es euch gibt, dass der Müll wegkommt und ihr seid so klasse Jungs. Und das läuft ja runter wie Öl, ne? Das finde ich wirklich gut. Das ist eine tolle Wertschätzung. Auf ihrer Tour durch Hamburg treffen sie auf eine andere Müllkolonne. Jeder will ein Selfie mit dem bekannten Model machen. Und Barbara lernt eine der wenigen Frauen kennen, die auf einem Müllfahrzeug arbeitet. Das Komische ist, als einzige Frau in so einem Team? Wir haben noch ein, zwei. Aber es bringt Spaß. Kannst hier anfangen. Ich habe ja noch ein, zwei andere Jobs, leider. Wollen mich gleich alle abwerben. 13.30 Uhr. Alle Mülltonnen im zugeteilten Bezirk sind geleert. Die Kolonne 17 bringt den Abfall jetzt zur Müllverbrennungsanlage. Jeden Tag werden allein in dieser Anlage im Schnitt 1000 Tonnen Restmüll verbrannt. Ich habe noch nie so viel Müll gesehen und das wird jetzt einfach verbrannt. Und dann hast du natürlich die ganzen giftigen Gase in der Luft. Aber wir produzieren einfach viel zu viel Müll auf dieser Welt und denken da nicht drüber nach. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie das hier aussieht, dann würden die ein bisschen sich zurücknehmen mit dem Müll. 14 Uhr, Feierabend. Zurück auf dem Betriebshof der Müllabfuhr. Für Barbara Meyer geht eine anstrengende, aber spannende Schicht zu Ende. So, Tag zu Ende. Dankeschön. Bitteschön. Ich hatte immer schon echt großen Respekt vor Müllmännern, weil sie uns einfach ein ganz großes Problem abnehmen. Also wir schmeißen was weg und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Und dass wir quasi in dem Bereich so sorgenfrei leben können, dafür sorgen ja die Männer und Frauen. Und also ich hatte immer mega Respekt davor, aber jetzt glaube ich, werde ich das nochmal mit anderen Augen sehen und noch dankbarer sein. Und wahrscheinlich immer, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, ihnen sagen, dass ich mich freue, dass sie den Job für uns machen.